Wir haben die Geschichte ausgezogen, ausgeschlachtet und ausgewalzt. Im dritten Jahrtausend nach Christus, an einem Mittwochvormittag, im Institut für Glücks- und Zukunftsforschung, diskutiert man einen Sicherheitsleck im Institut, das sehr verheerende Folgen haben könnte. Nach Sicherheit wird in aufgeklärten Gesellschaften zur Sucht. Und wir stellen ja eine Droge zur Verfügung, zur Verbesserung der Erde. Ein Institut zur Erforschung des Glücksquotienten der Gesellschaft, beziehungsweise um rauszufinden, was der Bürger von heute als Wähler von morgen braucht. Dein Leben liegt in ihren Händen. Da ist keine Hoffnung. Dir ist nur unendlich schlecht. Das ist nur eine scheißgut bezahlte, scheißinterne Stelle, keine Scheißerlösung. Ja, es sind harte Zeiten, nicht? Man muss froh sein über alles, was man kriegt, nicht? Die Zähne zusammenbeißen, beißen und versuchen durchzukommen. Nach den Zahlen muss man sagen, dass die durchschnittliche Zufriedenheit in den letzten Jahrzehnten gestiegen ist. Die Zahlen ergeben keinen Sinn. Niemand ist glücklicher, weil im Schnitt der Durchschnitt durchschnittlich mehr durchschnittliche Zeit hat. Es ist ja auch ein Durchschnittswert. Der Durchschnitt ist also überdurchschnittlich glücklich. Ich bin hier, um zu begreifen, was schiefgelaufen ist. Die Erfindung des Glücks ist eine Tragödie. Gerade ist man noch Teil der Geschichte und schon hinkt man wieder abgekämpft und müde hinterher, braucht einen kräftigen Weltgeist zwischendurch. Entschuldigung. Und erwischt gerade noch so ein zappelndes Ende der Geschichte. Haltung bewahren. Immer. Auch im Untergehen. Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand